Hallo und willkommen zu einem Real-Life-Video. Ich habe mir so überlegt, ich habe jetzt 200 Abonnenten erreicht und habe mir so überlegt, was mache ich denn da? Und ich zeige hier einfach mal mein Spieleregal und Filmeregal und so weiter. Ah, nicht alles. Und wir beginnen mal. Hier oben, warum ist denn jetzt hier so dunkel? Auf jeden Fall hier oben stehen einfach Bücher. Hier von allen. Warum ist denn hier so dunkel? Egal. Hier, da stehen Minecraft-Bücher. Warum hier so dunkel im Video ist, keine Ahnung. Hier, No Man's Sky Artbook war in der Limited Edition drin. Hier Nissan GT-R Buch von der Essen Motor Show letztes Jahr. Mag ich total. Hier hinten ist ein Nissan GT-R Bild. Hier ist eine Pflanze. Hier ist das No Man's Sky Comic, was auch in der Limited Edition drin war. Hier ist so ein Rätselgedöns. Hier hinten stehen Gesteinsbücher, Mineralien und Gesteine, dahinter Kristalle. Hier hatte ich mal geschenkt bekommen, ein Schokoladenhase, ein weiblicher Schokoladenhase, eine Uhr. Hier ein Stein. Sieht man das? Das ist ein Rosenquarzstein. Hier eine Kristalllampe. Hier eine Lok. Ein Eichhörnchen. Den Tower Pitch. Ein Porsche als Modellauto. Ein Tiger. Ein Lego Truck. Hier Meerschweinchenbücher und eine Meerschweinchen-Spardose. Ein Audi R8. Hier ist ein bisschen dunkel. Einen Moment. So. Da ein paar Bücher. Hier ein DTM-Auto. Hier sind die Kaufurkunden von. Ich hatte mal zwei Meerschweinchen, die sind leider beide gestorben. Und das war eins, das war eins. Ja, die stehen da als Andenken. Genauso wie die Box hier, das war die Futterbox. Hier eine künstliche Pflanze. Ein Leiken-Hypersport, der die Türen nach hinten aufmacht. Jupp. Hier die Nissan GT-R-Wand mit dem Nissan GT-R. Noch ein von 2009er.